Wir könnten aber mal uns anschauen, wie das aussieht, wenn die ersetzt sind. Also jetzt nur mal diese hier. Sie macht gleich ein ganz anderes Bild, wenn die weg sind. Ich will die aber wieder hinmachen. Ja, okay, wir gehen nochmal ins Lager. Ja, richtig gewählt. Und dann jetzt ein dunkleres Holz. Das Problem ist nur Birkenholz. Naja, das haben wir ja schon. Eiche ist auch wieder so hell. Schwarzeiche ist eben gleich sehr dunkel. Fichte aber eben auch. Ja, Tropenholz. Nee, das nicht. Tropenholz, glaube ich, ist ja. Oh, guck mal hier, wir haben da sowas gar nicht mehr. Dann müssen wir eben was bauen. Hier, da ist noch Platz. Ich habe so viel Krempel im Inventar. So, das müsste jetzt wieder so gehen. Ja, genau. Der Rest bleibt übrig. Wir brauchen ja nicht viele davon. So, zurück zum Färberhaus. Okay. Plopp, plopp, plopp und... Ja, da nicht. Das würde mir schon besser gefallen. Ja, gut, dann machen wir das weg. Das heißt, ich brauche mal... Das kann man weg hier und der Kollege kann auch dahin. Dann brauche ich die Axt. Grün und hellgrün. So, das dahin. Nee, 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 warte mal, ich wollte doch hier das auswählen. Grün. Nee, noch dreimal, genau. Hellgrün. Ja, das gefällt mir viel besser. Das machen wir jetzt weiter. Mit den anderen auch. Blau und hellblau muss also hin. So, einmal davon, einmal davon. Blau, 1, 2, 3. Und hellblau. Schön. Okay, gut. Grau und hellgrau. Leicht zu merken. Grau. Hellgrau. Schwarz und weiß, kann man sich auch gut merken. Geh doch weg. Jetzt. Ich brauche doch das Schild auch. So. Schwarz und weiß. Ja. Ja, das gefällt mir viel besser. So, dann hier gelb und orange. Gelb und orange. Rot und violett haben wir zusammengesteckt. Rot, violett. So, noch zwei Stück. Braun und türkis. Schild drauf, so. Nehmt das N. Türkis. Und zu guter Letzt Magenta und Rosa. Magenta und Rosa. Ha, fertig. Sieht ganz anders aus. Gefällt mir viel besser jetzt. Ja, schön. Gut. Ah, okay, damit gehen wir wieder zurück. Oh, Moment, was ist denn da? Da fehlt ja noch was. So, jetzt. Oh, guck mal, hier da unter der Kiste aber auch noch. Ja, okay. Das lassen wir so. Hier sollte auch alles unter den Kisten sein. Ja, genau. Ja, okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück zum Lager. Um ein wenig auszuleeren hier. Ja, das da, das da, das da, das da. Und das da. Die Werkbank, die kann jetzt mal wieder dahin. Okay. So. Wir haben's. Nee, wir haben's Tag. Wir haben gerade Tag. Okay, gut. Dann gehen wir wieder zurück zum Kreisdorf. Nee, Moment. Grau. Grau Dingsbox hier. Schwarz? Wo habe ich denn jetzt den grauen Ton? Schwarz? Nee, schwarz brauche ich jetzt nicht mehr. Ich brauche weiß wieder. Aber grau, wo ist denn der? Das ist grobe Erde hier.
Habe ich den jetzt gerade rausgeschmissen? Hallo, grauer Ton. Wo bist du? Nee, ich habe... Moment mal, ich habe hellgrauen... Ah, ich habe hellgrauen gemacht und ich brauche grauen. Ah, okay. Hm. Dumm gelaufen. Gut. Machen wir den hellgrauen weg. Ton. So. Ah, nee, der kann da bleiben. Der muss rein. Hellgrau weg. So, wir müssen nochmal zurück zum Färberhaus. Nutzt nichts. Wir brauchen grauen Ton. Und nicht hellgrauen. Ja, jetzt gehe ich mal dahin, an diese Werkbank hier. Ich bin sonst nie an dieser Werkbank. Wobei ich aber jetzt auch erstmal grauen Ton Dingsbums brauche. Grau, hier. Farbstoff. Oben damit grauen Ton zu machen. So, jetzt aber. Okay. Den Farbstoff weg. So, und jetzt gehen wir von hier aus gleich. Muss ich wieder da nach unten? Nee, halt gar nicht mal zum Silo. Zum Kreisdorf. Na, vielleicht denke ich jetzt nach der Aufnahme dran, da die Funktion dann mal drüber laufen zu lassen, damit die Wegpunkte geordnet werden. Und Kisten ausräumen. Ja, das will ich dann noch machen. Ach, ich werde schon dran denken. Und wenn nicht, dann ist es ja auch kein Unglück. So, hier müssen wir hin. Hm, da ist noch Erde. Hm, ja, ich würde sagen, wir machen erstmal... Wir machen erstmal ein bisschen Platz. Den Platz, den wir sowieso brauchen. Gleich wieder neues Licht machen. Ja, also wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Und dann noch ein bisschen überziehen. Ja, okay. Wir haben schon ein bisschen Zeit. Da kriegen wir noch was hin. Moment, Moment. Da will ich ja nicht runterfallen. So. Hier muss auch noch was weg. Die Spitzhacke hält sich erstaunlich lange. Wir haben noch... Ja, okay, doch 10. Okay. Also, die ist bald zu Ende. Nee, da muss ja... Wenn schon, dann muss ich das da unten hinsetzen. Oh, das muss auch weg. Jetzt haben wir 9. Okay, das macht einen. So, jetzt aufpassen da. Und nicht da reinfallen. Damit kann ich aber jetzt erstmal... Ja, doch. So. Das hier, ja, die kann weg, die Fackel. So, und jetzt aufpassen hier drüben. So, da, da. Und nicht runterfallen. Und da. Passt. Wunderbar. Dann mache ich jetzt mal die Erde hier weg. Die auch hier. So. Okay. Das wäre das hier. Jetzt ist aber nur die Frage, wo muss ich denn jetzt wieder mit Weiß weitermachen? Ich muss doch mal nach drüben. Achso, da muss ich jetzt aber tatsächlich wieder nach unten. So. Ah, der Rand bleibt also. Und eins versetzt nach hinten muss dann mit Weiß angefangen werden. Habe ich den groß genug? Das ist hier mit 5. Okay, gut. Also ich muss mal wieder zurück. Dann. Ich sollte mir einen weiteren Standort machen. Mit Silo 2 oder sowas. Muss ja mehr in diese Richtung. Hier. Ach nö, doch gar nicht mal so weit. In diese Richtung. So. Also, mal schauen. Komme ich da jetzt noch rein irgendwie? Ich muss mir den Weg frei schaufeln oder vielmehr hacken. Und ich brauche etwas Licht. So, also hier müssen es 5 sein. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist richtig. Hm, okay. Das ist richtig. Da müssen wir dahinter wieder mit Weiß anfangen. Okay, ich brauche nochmal hier Bruchstein. Grau brauchen wir gar nicht mehr. Das heißt, Bruchstein kann da ganz hinten. Okay, da nicht.
Oder vielmehr später dann. So, und jetzt mit Weiß. Hier und da und einer... Nee, war das... Nee, das stimmt ja gar nicht. Nee, das Weiße, das muss ja wieder eins weiter nach hinten. Aber jetzt ist die Spitzhacke kaputt. Endgültig. Ich brauche jetzt erstmal hier noch mehr Platz. Nach unten. So, Moment mal. Kann ich ruhig zwei machen. So. Noch einer, genau. Oh, was ist das denn? Ja, das soll doch auch weg. Wenn schon, dann alles. Okay. Ja, so, jetzt habe ich hier Platz. Und jetzt sehe ich hier auch was. Gut, also das heißt... Das hier muss weg. Ich mache das jetzt mal hier nur exemplarisch an einer Wand. Dahinter muss Weiß hin. Ne, da auch. So. Dann hätte ich mir die Reihen hier sparen können. Da geizt sich jetzt wieder. So, und davor ein Weißer. Ja, so, da, so müssten diese Ecken aussehen. Ich mach mal weiter hier. So, damit ich eben das ganz verstanden habe, wie das gehen soll. Denn das macht jetzt keinen Sinn, da irgendwie Unsinn zu machen. Aber habe ich dann hier in der Mitte ein 9x9-Feld? Das sind drei, das sind drei. Ja, wenn ich das hier, die Säule hier wegrechne, dann... ist das ein 9x9-Feld? Das passt dann ja auch. Ja, nee, der kann ja bleiben dann. Oder? Ja doch, der kann bleiben. Und da muss ich hier sogar... Nein, jetzt nicht zu viel auf einmal machen hier. So, so. Die Erde muss weg. Da ist die Erde schon weg. Und dann auch hier noch. So, und... Die Kollegen hiervon. Ja, genau, das passt so. So, das müsste hier so richtig sein. So, das da. Nee, das da. Nicht, also da soll das hin, ja, aber... So, auf diese Weise. So. Haben wir das Tageslicht auch ausgeschlossen? Ja, so sieht es von drüben aus. Von drüben auch aus. So, und jetzt haben wir hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist genau das, was ich haben will. Richtig gemacht. Sehr schön. Dann kann ich ja beruhigt Feierabend machen. Ja, gut, noch nicht jetzt. Ein paar Minuten haben wir noch. Ja, das machen wir noch fertig hier. Da einmal rum hier. So, genau. Der hier. Und das von Hand. Haben wir noch weißen? Ja, haben wir noch. Aber nicht mehr viel. Doch, hier ist noch was. Ja, okay. Gut. Ein bisschen was haben wir da noch. Ja, ich will dann einmal will ich noch rumkommen. Jetzt haben wir nur noch Licht von da unten. Und diese eine Fackel. Okay, das lasse ich jetzt erstmal. Ha, füllen wir mal da auf. So, so. Und jetzt haben wir hier das Loch hier. Also das passt. Oh ja, die Fackeln. Da ist auch noch Licht. Ja, doch, ich mache die mal alle weg hier. So, aber ein bisschen Licht brauchen wir natürlich schon noch. Machen wir hier hin, machen wir da hin, machen wir da hin und da hin. Und jetzt vorsichtig hier noch alles wegmachen, was weg soll. So, so, so. Jetzt muss ich schauen, wie ist das hier? Da muss in der Mitte diese Säule hin. Das heißt, ich kann da wieder einen Kollegen hinmachen. Ich will da nicht so nahe dran gehen.
Genau, so und ja, hier. So, die zwei noch weg. So. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, und dann werden wir beim nächsten Mal das weitermachen. Die Erde kann auch wieder weg. Drei nach, ja. Gut, ja, dann werden wir einfach mal hier so 8 weitere Schächte nach unten buddeln. Im 3x3-Format. Dann ist der eigentliche Schacht ausgehoben. Dann müssen wir uns auch um die Wände kümmern. Ja, das wird auch noch ein Spaß. Wie mache ich das denn? Jetzt überlege ich mir, wenn es soweit ist. Und nicht mehr jetzt. Aber so, jetzt nochmal dran denken. Ich will nochmal die Funktion da durchlaufen lassen, um die Wegpunkte zu ordnen. Hier für einen neuen Wegpunkt anlegen, das... nee, ist jetzt erstmal nicht so sinnvoll. Ja, und auf jeden Fall dann noch ein paar Kisten aufräumen. So, liebe Leute, das war's. Ich bleibe jetzt einfach mal hier drin stehen. Mal schauen, worauf ich Lust habe, wenn ich das nächste Mal weitermache. Entweder gleich hier oder draußen wieder ein bisschen was. Das kann man da so hin und her machen. Wie ich so will. Mal ein bisschen drin, mal ein bisschen draußen. Ja, jetzt ist sowieso Nacht. Bleiben wir am besten gleich drin. Nun gut. Also, mit diesen Worten mache ich jetzt endlich Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.